Radfahren und Baden-Württemberg. Für viele Velotouristen eine Traumkombination. Donauradweg, Rheinradweg und Bodenseeradweg rangieren laut Radreiseanalyse 2014 unter den Top 10 der meistbefahrenen und beliebtesten Radfernwege Deutschlands. Der Schwarzwald ist Deutschlands beliebteste Mountainbike-Region. Durch Baden-Württemberg verläuft auch die am höchsten bewertete ADFC-Qualitätsroute. Der Radweg Liebliches Taubertal erreicht als einziger in 6 von 8 Kategorien die Maximalbewertung von 5 Sternen. Qualität ist ein Markenzeichen der rund 20 eigens beschilderten Radfernwege in Baden-Württemberg. Insgesamt rund 40.000 Kilometer Radwanderwege bieten zudem eine enorme Vielfalt. Genau wie die Landschaft Baden-Württembergs mit ihren Flusstälern, Seen, Mittelgebirgen, Hochflächen und Weinbergen. Zusammen mit Gastfreundschaft, guter Gastronomie, spezialisierten Beherbergungsbetrieben, darunter rund 700 zertifizierte Bett- und Bikebetriebe, viel Sonnenschein, Naturattraktionen und den zahlreichen kulturellen Sehenswürdigkeiten entlang der Strecken, sorgen Sie für den besonderen Reiz Baden-Württembergs als Reiseziel. Schließlich sind Landschaft, Radwegeangebot und Klima für Radler die Hauptmotive bei der Destinationswahl. So das Ergebnis einer Grundlagenuntersuchung zum Fahrradtourismus in Deutschland. Weiteres Ergebnis: Deutschlandweit werden jährlich rund 153 Millionen Fahrradausflüge und 22 Millionen Übernachtungen durch Fahrradtouristen unternommen. Weitere 58 Millionen Übernachtungen entfallen auf Urlauber, die während ihrer Reise mindestens einmal das Rad nutzen. Auf Baden-Württemberg entfallen gut 14 Millionen Tagesausflüge per Rad und mehr als 3 Millionen Übernachtungen durch Radurlauber. Zusammen sorgen sie für Umsätze von 500 Millionen Euro. Ein lohnendes Geschäft, auch in Zukunft, denn die Zeichen stehen im Radtourismus weiter auf Wachstum, weil Gesundheit und damit auch Aktivität in der Natur ein Megatrend sind und weil sich dank technischer Innovationen neue Räume und Zielgruppen öffnen. Erst haben Mountainbikes Radfahren für die junge Generation wieder attraktiv gemacht. Jetzt nehmen E-Bikes vielen älteren Menschen die Angst vor langen Etappen, Gegenwind und Steigungen. Der Absatz von Elektrofahrrädern stieg seit 2007 von 70.000 auf 430.000 Stück pro Jahr. Schon 6% der Radurlauber nutzen E-Bikes. 31% können sich vorstellen, dies in Zukunft zu tun. Trends, von denen vor allem Baden-Württemberg mit seinen zahlreichen Mittelgebirgen profitieren kann. Aber nur, wenn man sich im stark umkämpften Markt mit vernetzt geplanter Infrastruktur, kreativen Dienstleistungen und zielgerichteter Vermarktung Alleinstellungen verschafft.